Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz der Regionalliga-Begegnung VfL Wormser Worms gegen TSV Steinbach. Die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rober Hightech Schmierstoffe. Ja, ich begrüße insbesondere die beiden Trainer, Matthias Mink vom TSV Steinbach und Steven Jones vom VfR Formatia. Die Partie endete 3:2 vor 798 Besuchern. Und Herr Mink, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, dass wir verdientermaßen 1-0 in Führung gegangen sind. Ich glaube, man hat dem Gegner angemerkt, dass es eine Drucksituation ist und es nicht selbstverständlich ist, dann auch mit dieser Drucksituation dementsprechend positiv mit umzugehen. Das wussten wir. Und wir haben es positiv gemacht, haben vieles richtig gemacht, haben überhaupt nichts zugelassen, haben nach vorne unsere Nadelstiche gesetzt und den Jungs in der Halbzeit ein riesen Kompliment machen. Ne? Sind personell in einer schwierigen Situation, haben auch nur 4 Wechselspieler mit auf der Bank gehabt, davon einen aus der zweiten Mannschaft, haben englische Wochen noch und nöcher. Und dann so eine erste Halbzeit zu spielen, ist aller Ehren wert. Aber, und das ist der Umkehrschluss, wenn du dann eben in der zweiten Halbzeit nicht annähernd das aufs Parkett kriegst, weil du eben dem Gegner Möglichkeiten gibst, beziehungsweise Tore zulässt, die eigentlich keine Chancen waren. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und was mich maßlos geärgert hat, ist diese letzte Situation, die zu der Freistoßsituation führt. Steht 2:2. Ja, also ich glaube, das wäre für uns ein Ergebnis gewesen, mit dem wir hätten absolut leben können und auch zufrieden nach Hause gefahren wären. Und dann machst du in der Spieleröffnung, in der 89. oder 90. Minute war es, einen Fehler, den du so nicht machen darfst. Ja, dann musst du den Ball schlagen, dann musst du die Situation klar klären. Aus dieser Drucksituation resultiert dann dieser Freistoß, der klar, den man geben kann, vielleicht auch muss. Und dann fällt dieses 3:2. Sehr bitter für uns, sehr, sehr ärgerlich. Und ja, stimmt mich nicht wirklich glücklich am heutigen Abend, aber ist so, müssen wir mit umgehen und müssen logischerweise mit Blick auf die Mittwochpartie dann eben aus diesen Fehlern, die wir dann hier eben in der zweiten Halbzeit gemacht haben, lernen. Ich hoffe, dass wir es um einiges besser hinkriegen in den Heimspielen, beziehungsweise in den Heimspielen, die jetzt anstehen. Euch alles Gute. Ich glaube, es war ein wichtiger Dreier für dich, Steven. So viele Heimspiele habt ihr noch nicht gewonnen. Und ja, umso schöner ist es dann, glaube ich, wenn man in der 90. Minute gewinnt. Dankeschön. Vielen Dank, Matthias Mink. Steven, Glückwunsch zum Sieg. Und ja, bitte deine Spielbewertung. Ja, also ich bin natürlich sehr glücklich. Mit dem ganzen Verlauf der Woche, bin ich sehr glücklich, weil wir jetzt einfach gesehen haben in den letzten Spielen, man sieht, und das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir leider halt auch nur Menschen sind und nur Menschen auf dem Platz haben. Und man sieht dann auch eine Verunsicherung. Wir wollten mit Absicht heute ein Stück weit tiefer stehen. Wir wussten, der Platz ist nicht im allerbesten Zustand, also er wird kommen, keine Sorge, ja, aber es ist natürlich so eine Phase, wo er sehr trocken ist, wo er sehr holprig auch ist. Wir wussten, dass es sehr warm ist und wir wussten auch um die Qualitäten beim Steinbach beim Umschaltspiel und von daher wollten wir es ein Stück weit tiefer anlegen, ein bisschen abwartender anlegen, aber man hat auch gesehen, die Verunsicherung im eigenen Ballbesitz, da ist überhaupt nicht viel zusammengelaufen, auch gegen den Ball haben wir nicht so aktiv verteidigt, wie das sein muss. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nichts mehr zu verlieren. Und wir haben ja gesagt, wir haben jetzt noch 7 Pokalspiele auch innerhalb der Liga, die du gewinnen musst. So viel, wie es geht, gewinnen musst. Und das haben wir der Mannschaft mit auf den Weg gegeben, jetzt alles zu versuchen, alles dran zu setzen, dieses Spiel zu drehen. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass die Jungs es jetzt geschafft haben, das zweite Spiel in Folge zu drehen und dieses Mal auch so zu drehen, dass ein Dreier dabei rausgekommen ist. Ich freue mich für den Gesamtverein. Ich kann nur sagen, wir werden kämpfen, wir werden alles dran setzen, die Liga zu halten. Und ich glaube,
dass jedem jetzt auch bewusst ist in den letzten Wochen und Monaten, dass es ein extrem schwerer Akt für uns jedes Jahr ist, diese Liga zu halten. Keine Ausrede, aber ich glaube, wenn man auf die Tabelle guckt, dann sieht man auch ganz klar, dass es irgendwo ein Stück weit Spiegelbild der finanziellen Möglichkeiten der Vereine ist, mit 2-3 Punkten hoch oder 2-3 Punkten runter, und da lasse ich auch gern mit mir reden, aber ich bin ein Stück weit stolz jetzt auf diese Woche, weil die Jungs es gezeigt haben, um zum zweiten Mal in Folge ins Pokalfinale einzuziehen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie lebt. Und jetzt sind wir noch nicht durch, aber es war wirklich wichtig für die Moral, heute mal so ein Spiel zu drehen, ein Dreier, eine super Atmosphäre hier zu haben, auch eine super Atmosphäre schon im Pokalspiel zu haben. Jetzt müssen wir zusammenstehen und uns mit allen Mitteln die nächsten Wochen wehren, weil jetzt wird die Liga entschieden. Und jetzt können wir zeigen, ob wir nächstes Jahr wieder in dieser Regionalliga spielen können, und dann haben wir alle unsere Ziele erreicht und dann haben wir das Pokalfinale, auf das wir uns freuen können. Aber es ist noch viel, viel Arbeit. Wir müssen zusammenstehen, so wie heute, und dann werden wir es schaffen, die Klasse zu halten, und dann wird abgerechnet. Danke. Vielen Dank. Nun ist die Presse mit Fragen am Zug. Salecker von der Bronzer Zeitung, hallo. Wie erklärst du, Steven, die zwei unterschiedlichen Gesichter in den zwei verschiedenen Halbzeiten? Also was hast du explizit auch deinen Jungs in der Halbzeit gesagt, dass sie so verändert in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind? Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir wollten am Anfang nicht alles riskieren. Wir haben einen Druck, und nochmal, das sind Menschen, das sind junge Spieler, die erstmal damit umgehen müssen, mit so einer Phase auch der letzten Spiele, wo wir wenig Erfolgserlebnisse hatten, obwohl wir auch sagen, die letzten vier Spiele können wir alle gewinnen. Alle hatten wir mehr Chancen, alle Spiele können wir gewinnen, haben wir nicht gemacht, und dann spielt der Kopf eine ganz entscheidende Rolle. Und dann ist es natürlich einfacher in der Halbzeit, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Und dann haben wir es an der Taktiktafel kurz angesprochen, was wir verändern wollen. Und die Jungs haben es auf den Platz gebracht, und das freut mich einfach gegen eine gute Steinbacher Mannschaft, die jetzt auch im Pokal gegen Wien Wiesbaden mit 2-0 weitergekommen ist. Also keine Selbstverständlichkeit, wir haben alles reingeschmissen, und zum Schluss hat natürlich auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite. Aber das passiert dann, wenn du dann auch durchläufst und da hingehst, wo es wehtut, und dann fällt dir auch mal ein Ball auf den Kopf und dann zwingst du dein Glück auf deine Seite. Ich glaube, das müssen wir auch mitnehmen, ja, weil teilweise müssen wir dieses Phlegma, das uns die letzten Wochen auch so ein bisschen begleitet hat, abschütteln. Wir müssen einfach an uns glauben, zusammenstehen und mutvoll die nächsten Aufgaben angehen. Darf ich da auch noch was zu sagen? Wir haben ein zweites Tor geschossen. Das war der ausschlaggebende Punkt. Dann war nämlich der Druck nicht mehr ganz so da. Ja, und durch dieses Tor war das vielleicht auch so ein bisschen ein Brustlöser. Es war ein Eigentor. Ein unbedrängtes Eigentor. Deswegen glaube ich, das war der Brustlöser, und das war der alles entscheidende Punkt, der dann das Spiel auch so ein bisschen zum Kippen gebracht hat. Gibt es weitere Fragen? Der Einsatz von Patrick Auracher stand ja mehr als auf der Kippe. Wann hat sich das jetzt entschieden, dass er doch kann? Und wie wichtig war das, dass er jetzt halt auflaufen konnte? Gestern Abend Spiel. Von den Trainingseindrücken hätte ich ihn eigentlich hätte ich erwartet, dass er nicht spielen kann, aber er wollte unbedingt, und dann brauchst du in der Situation, da sind Leute wie Patrick Auracher, die einfach alles reinschmeißen, was körperlich reinschmeißen können. Ich glaube, wir haben auch jetzt über die letzten Wochen und Monate gesehen, dass wir nicht die zweikampfstärkste Mannschaft sind, dass wir nicht die physisch stärkste Mannschaft sind, und deswegen brauchst du jeden, der seine Knochen reinhält und vorneweg marschiert, den brauchst du auf dem Platz. Und von daher war es dann die Überlegung, ihn reinzuschmeißen und so lange brummen zu lassen, wie es geht. Einfach, weil man ihm abnimmt, dass er immer 100% für diese Mannschaft und für diesen Verein ist. Dann noch eine Frage hinterher. Ähnliche Situation wie bei Patrick ist ja bei Marco Metzger auch mit der Maske. Das ist ja schon eine kleine Kopfsache, also da richtig zum Kopfball zu gehen. Jetzt das letzte Tor mit Power, mit dem Kopf reingehauen. Schätzt du das wert, dass er da alles andere ausgeblendet hat? Ich hätte jetzt fast gesagt, mit Maske kann ja nichts mehr passieren, aber... Nein, die Jungs sind super. Die kämpfen und geben alles für den Verein, auch wenn es manchmal Phasen gibt. Aber nochmal, das sind Menschen, das sind junge Leute, das ist Drucksituation. Ja? Wir alle merken das doch hier im Verein, ja? Auch im Pokal.
welcher Druck da aufgebaut wird, diese Erwartungshaltung und um den Stand zu halten und sich zu wehren. Und nochmal, da brauchen wir auch einen Marco Metzger, ja, der das heute super gemacht hat, ja, den wir noch ein bisschen abgewöhnen müssen, zu viel mit dem Torhüter zu spielen, sondern mehr den Mut nach vorne zu finden, die Situation nach vorne aufzulösen. Aber der ist unheimlich wichtig für unsere Mannschaft und für uns als Verein. Und heute hat er sich einfach belohnt, indem er mal durchgelaufen ist. Und so kann er weitermachen. Ja, dann war hier noch eine Wortmeldung. Steve, du hast so etwa in der 80. Minute alle verbliebenen Ersatzspieler zurückgeholt und dann wieder zurückgeschickt. Warst du der Meinung, da war immer noch nicht genug Bewegung im Spiel oder was war da los? Nein, der Basti Schmidt ist ja mit einer Kopfverletzung auf dem Platz liegen geblieben. Und ich wollte eigentlich Johnny Zinnram bringen. Und dann durch diese Hektik dann war ich mir unentschlossen, ob ich jetzt Johnny bringe und Alan nach hinten ziehe oder ob ich Eugen bringe und 1:1 Wechsel mache. Und dann habe ich beide gerufen und dann dachten beide, sie werden eingewechselt. Dann kam der Rest der Bank, weil sie gedacht haben, sie werden auf gar keinen Fall mehr eingewechselt. Und von daher hatten wir ein bisschen, haben wir dazu beigetragen, dass sie noch wärmer werden durch diese 2x100 Meter. Und, ja. Das war der Fall. Herr Mink, der TSV Schneidbach wird immer relativ hoch gehandelt in der Regionalliga. Jetzt lässt sich absehen, dass es für ganz oben nicht mehr reichen wird, die Saison. Wahrscheinlich können Sie schon ein bisschen vorausschauen auf die nächste Saison, wie da die mittelfristigen Ziele sein werden des TSV. Ich glaube nicht, dass wir aktuell über die kommende Saison reden müssen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Spiele. Es sind in Summe, glaube ich, 8 bis das Pokalendspiel, also 9 Spiele zu absolvieren. Ist zu früh, ne? Auch was jetzt Personal angeht. Kader ist noch nicht abgeschlossen. Klar ist, dass wir ja, sicherlich so ein Konsolidierungsjahr hatten, ne? Wo wir im Rahmen Infrastruktur ein bisschen mehr investiert haben und dafür ein bisschen weniger in den Kader. Ne? Das sieht man auch mit der verletzten Situation aktuell in unserem Kader. Klar ist aber auch, dass wir in der kommenden Saison sicherlich das an mehr Möglichkeiten zur Verfügung haben und das wollen wir logischerweise dann auch im Zuge der Kadersituation nutzen und uns dann verbessern. Ich glaube, dass wir letztes Jahr schon eine überragende Saison gespielt haben. Dieses Jahr ist das auch so, wie ich mir das vorstelle, auch jetzt mit dem Einzug ins Pokalfinale, sicherlich eine tolle Geschichte für den Verein, für die Mannschaft und im Ligabetrieb. Wir hinken noch ein paar Spiele hinterher, was die Nachholspiele angeht. Ich habe es eben schon gesagt, deswegen glaube ich auch, dass im Zuge der Tabellenkonstellation, der Tabellensituation da auch nach vorne noch ein bisschen was möglich ist. Und dann finden wir uns da wieder, wie der Steven das eben gesagt hat, wo man sich gegebenenfalls auch im Rahmen der wirtschaftlichen Einordnung wiederfinden kann. Und das ist okay. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Steven, du hast eben gesagt, dass sich die Veränderungen, die in der zweiten Halbzeit offensichtlich waren, nicht nur im Kopf niedergeschlagen hat, sondern auch an der Taktiktafel in der Halbzeit. Was habt ihr da jetzt taktisch geändert? Also ich habe gesehen, dass ihr vor allem Bujo, der in der ersten Halbzeit da auf der rechten Seite ein paar Probleme hatte, dann vorne in die Spitze gezogen habt. Was war da euer Ansatz? War das alles? Habe ich es mir gerade selbst verantwortet? Gab es da noch mehr, was ihr da umsetzen wolltet, was ich nicht gesehen habe? Ja, wir haben so ein bisschen auf Raude umgestellt. Wir haben vorne mit 2 Stürmer gespielt, einfach um dann jetzt auch ein bisschen druckvoller anlaufen zu können. Ja, weil wenn du dann 1-0 hinten liegst und passiv bist und das in unserer aktuellen Situation und bei der Stimmung dann auch, kannst du keine Impulse setzen. Und dann musst du trotz schwerer Beine, trotz englischer Wochen, trotz Wetter, musst du alles riskieren und das war dann der Ansatz. Ja, hat er ganz ordentlich gemacht da vorne, oder? Ja, aber die erste Halbzeit auch schon gut. Da wurde halt ein paar Mal geklammert, ne? Ja, hätte das ein oder andere Mal Foul für ihn geben können, aus meiner Sicht, aber stand ich auch zu weit weg, aber insgesamt eine gute Partie heute gemacht. Gut, es gibt keine weiteren Fragen, dann habe ich für Sie noch die übrigen Ergebnisse des heutigen Spieltags. Steinallendorf unterliegt den Offenbacher Kickers 0:2. SC Freiburg schlägt Röchling-Völkling 2:0. Mainz und der FSV Mainz 05-2 und Hessen-Kassel trennen sich unentschieden.
und Ulm gewinnt beim FSV Frankfurt 3:0. Ich darf mich bei Ihnen beiden ganz herzlich bedanken. Eine gute Heimfahrt, viel Erfolg mit Ihrer Mannschaft. Steven, dir auch alles Gute jetzt. Gerade geht ja am Dienstag schon wieder weiter. Stadt Allendorf, toi toi toi, alles Gute. Die Pressekonferenz wurde Ihnen präsentiert von Robe Hightech Schmierstoffe. An dieser Stelle darf ich noch mal sagen, ich sehe ihn leider noch nicht. Gratulation von hier aus an Ricky Pinero, der heute sein 100. Pflichtspiel für den VfR Formatia absolviert hat. Vielen Dank. Und wie immer geht es bei uns weiter mit dem Spielerinterview mit Jens Siedex und heute Jan-Lukas Doro. So, ich darf Sie auch recht herzlich nochmal begrüßen und begrüße natürlich auch Jan-Lukas Doro. Hallo. Ja, wie schwer oder wie groß war der Stein, der heute runtergeplopst ist bei euch in der Mannschaft? Ja, ich denke, es war ein ganz wichtiger Sieg. Wenn man die erste Halbzeit sieht, waren wir nicht so griffig, wie es eigentlich in den entscheidenden Spielen, den letzten Spielen sein muss. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 6-7 Spiele und wir sind in der ersten Halbzeit einfach nicht so reingekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und Steven hat die Taktik dafür schon angesprochen. Er hat uns dann in der Halbzeit gezeigt, wie die Marschrichtung ist an der Tafel. Und wir haben es dann gut umgesetzt. Wir hatten dann eine ganz andere Körpersprache gehabt in der zweiten Halbzeit, auch dank der Taktiktafel. Und haben dann das Spiel gedreht, kriegen dann das 2-2, was uns aber nicht zurückgeworfen hat. Und am Ende hatten wir auch mal das Glück, dass wir den Siegtreffer machen, den Lucky Punch. Und darüber sind wir natürlich sehr glücklich. Wie weit war das bei euch auch wichtig, in Kandel jetzt zu gewinnen? War das 10-0 für euch auch nochmal so eine Initialzündung? Ja, klar. Ich meine, wenn man 10-0 im Halbfinale gewinnt, ist das auch nicht alle Tage. Auch in dem Spiel war die erste Halbzeit auch eher nicht so gut, haben trotzdem viel Tore gemacht, konnten in der zweiten Halbzeit dann Körner sparen. Und ja, heute mit dem Sieg haben wir den positiven Trend fortgesetzt. Auch wenn man das letzte Spiel gegen Hoffenheim sieht, Hoffenheim unentschieden geholt. Jetzt Pokal sind wir weiter, heute gewonnen. So kann es weitergehen. Und die Fans haben zu 100% euch heute wieder unterstützt? Ja, ich denke, das ist auch so ein Stück weit wichtig jetzt, auch in den letzten Spielen. Auch wenn man das Spiel in Kandel sieht, wenn man dann in der Halbzeit reinläuft und es wird geklatscht, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Wenn du hier nach 10 Minuten in Rückpass spielst und alle schreien irgendwie von außen rein, das gibt einem kein gutes Gefühl. Und ich denke, es geht nur zusammen und so muss es weitergehen. Lass uns ganz kurz mal über Stadt Allendorf sprechen. Das Nachholspiel am Dienstag. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, ich denke, wir kennen Stadt Allendorf auch noch aus dem Hinspiel. Da haben wir noch was gut zu machen. Da haben wir leider 3-2 verloren. Wir sind Aufsteiger, die auch gute Spieler in ihren Reihen hat. Aber wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, mit der Aggressivität und der Körpersprache, werden wir dort auch auf jeden Fall was mitnehmen. Das heißt, alles für Formatia nochmal geben. Wenn ich als manchmal so in gewissen sozialen Medien lese, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Mensch, ihr seid Wormser, steht zur Formatia, ganz egal, es kommt hier raus in die, zur EWR Arena. Die Jungs, die haben es sich redlich verdient, dass ihr so unterstützt. Das Dankeschön, Jan-Lukas. Danke auch.